Yo, liebe Leute, mein Name ist Yves, ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal und ich begrüße euch endlich mal wieder zu einem neuen Wi-Fi-Battle. Das ist schon ein bisschen her, ich glaube sogar fast einen Monat. Ich habe im Wi-Fi-Battle wieder voll Bock drauf. Ich werde jetzt auch wieder öfters hier bringen. Das neue Projekt mit den Abo-Fan-Kämpfen wird nach der Gamescom starten. Wir sind hier jetzt heute am Mittwoch. Ich habe natürlich auch ein bisschen vorproduziert, also das ist nicht genau am Mittwoch aufgenommen, bloß das Video kommt am Mittwoch. Wir spielen heute OU gegen den lieben Pingu Zanto. Mein Team besteht diesmal, seht ihr da unten rechts, unten links, aus Canyon. Mega Gewaltro habe ich dabei. Ich hoffe, dass ich da eigentlich relativ gut was machen kann. Ich habe Meistergriff dabei. Einfach ein. Ja, das ist bad, das Mon. Mit einem Abschlag haut es immer richtig gut rein. Ich habe Viscogon dabei, um die ganzen Pflanzenattacken safe zu tanken. Tentox habe ich dabei. Automatisch auch für eine spezielle Wall und um Tarnscheine wegzubekommen. Und natürlich Panzer Aeron dabei, um selber Tarnscheine Staffler zu bringen. Damit ich auch da noch ein bisschen Damage rauskriege. Jetzt ist natürlich die Sache, er hat dabei Tangolos. Geiles Mon auf jeden Fall. Voltoros bringt dabei Inkarnationshorn. Ah, Zungerel im OU. Dann sehen wir als nächstes Reachi. Nicht so mein Favorite Mon. Und Hooper Unbound. Mit Mega Low Punny glaube ich sehr stark. Das Azumarill ist wahrscheinlich Belly Drum Set. Ich tippe mal, er steht hier eigentlich sehr safe, wenn er mit Hooper leaden kann. Ich leade mit meinem Meistergriff. Weil ich mit Meistergriff halt ein Tempohieb raushauen kann auf Fupa. Tempohieb nicht, aber zumindest einen Abschlag kann ich auf Fupa draufhauen. Das macht auch schon viel Damage. Ja, ich stehe eigentlich mit Meistergriff relativ safe. Und Panzer Aeron behalte ich mir noch erstmal in der Hinterhand. Ja, meine Freunde, ist jetzt ein bisschen her, also mit Kampf oder beziehungsweise jetzt mal wieder ein Wi-Fi-Battle gebracht habe. Ich weiß, es hat echt lange gedauert. Auf jeden Fall, sorry dafür. Muss jetzt erstmal, wie gesagt, ich habe gucken, das neue Fanprojekt startet. Ich tippe mal, eigentlich wollte ich es gerne nach der Gamescom machen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber es ist auf jeden Fall geplant. Gut. Erst leadet hier mit Thunderbirds, ich leade mit Meistergriff. Stehe eigentlich relativ safe da, weil dieses Meistergriff ist ein Offensiv-Westen-Meistergriff. Ich habe den Eishieb drauf, ich weiß nur nicht, ob ich ihn jetzt schon offenbaren soll. Er wird wahrscheinlich mit Voltwechsel rausgehen wollen. Ich kann Abschlag machen, ich weiß nicht, wie viel das macht auf ihm. Müsste aber auch schon sehr guten Damage machen. Wir können natürlich auch einen Eishieb draufhauen. Aber ich weiß nicht, ob es sich lohnt, wenn man ihn die schon zeigt. Das ist die Frage. Ich habe jetzt auch kein Foto von seinem Team gemacht. Wir gehen mal safe auf den Abschlag, würde ich sagen, meine Freunde. Sind wir sehr safe. Er wird vielleicht die Beere drauf tragen. Er geht auf den Donnerwitz. Okay. Die müssten wir eigentlich tanken. Es ist nicht mal ein... Nice. Nicht mal ein Two-Hit. Easy. Meistergriff regelt hier. Bam, Mann. Damit schauen wir uns den Live-Orb. Der reicht jetzt auch definitiv jetzt nicht mehr aus. Und wir können jetzt bei Thunderbirds auf den Ablativ gehen, weil ich mich dann dementsprechend auch wieder ein bisschen gegenheilen kann. Er kann natürlich jetzt in Tangolos gehen. Wäre eine Möglichkeit, aber ich weiß nicht, warum sollte er das machen? Warum sollte er es machen? Warum sollte er jetzt in Tangolos gehen? Okay, Tangolos ist eine gute Wall, Freunde, aber... das ist gerade schwierig. Also ich glaube nicht, dass er das macht. Damit würde er sich selbst ins Aus katapultieren. Und wir könnten halt nach auf den Abwehrhieb gehen. Reicht der wohl aus? Müsste eigentlich, ne? Ich gehe mal auf den Eishieb. Ich will jetzt safe sein. Ja, doch, ich will safe sein. Ich gehe auf den Eishieb. Und er wechselt raus. In was geht er? In Nudelsalat. Er geht doch wirklich in Tangolos. Also... What the fuck? Ja, okay, es wird einen Hit tanken. Aber es wird guten Damage kassieren. Es ist nicht mal ein Two-Hit. What the fuck? Ehrlich jetzt? Da hau ich noch einen Ice-Heap drauf. Ich hau noch einen Ice-Heap drauf. Er wird wahrscheinlich auf Abschlag gehen. Kann er machen. Damit schlägt er mir die Offensivweste ab. Was gar nicht schlimm ist, da Meistergriff eigentlich schon sehr viel in seinem Team richtig guten Damage zugefügt hat. Und auf jeden Fall wird der Tangolos beim nächsten Mal raus sein. Oder er geht auf den Giga Drain. Könnte er machen. Könnte ich in Viscogon gehen.
Oder er wechselt halt raus und nimmt irgendwie beziehungsweise geht auf Toxin oder so. Er wechselt raus. In Azumere will ich jetzt tippen. Easter Egg geht da rein. Ja, in Azumere. Gut zu wissen, es wird hier auf jeden Fall ein Icy tanken. Ja, sehr, sehr klar. LOL, wir kriegen den Freeze auf Azumere. Mit einem Icy. What the fuck? Als ob. Okay. Das spielt uns natürlich jetzt extrem gut in die Karten, dass dieser kleine goldene Fratz hier eingefriert ist. Fuck, Alter. Meistergriff. Ich bleib drin, geh auf den Abschlag, ich bleib drin. Sorry, also, das tut mir wirklich so mega leid, Pingu. Dann schnappen wir uns auf jeden Fall das Wahlband. Er wird wahrscheinlich jetzt, gerne rauswechseln wollen. Ich könnte in Panzer Aeron gehen, mit einem Sturzflug drauf gehen. Oder, ja, ich weiß nicht, ich könnte halt auch gucken, dass wir noch drin bleiben. Und ich hier einfach mit einem Ableithieb versuche, ein bisschen Step-Damage rauszuhauen. Mich ein bisschen gegenheile. Aber so ein Knuddler, der wird auf jeden Fall reinhauen. Ich weiß auch nicht, ob wir es rauskriegen. Das ist die Frage. Ist jetzt gerade die Frage. Darüber lege ich jetzt gerade wirklich. Wir müssten es eigentlich... Herausnehmen würden wir es auch nicht, aber... Shit, Alter. What the fuck? Hab ich gar nicht mitgekriegt. Ich gehe in Panzer Aeron. Weil er mir eigentlich nichts großartig machen kann gegen meinen Panzer Aeron. Kann er mir nicht wirklich was machen. Er ist eingefroren. Ich werde jetzt erstmal meine Tarnsteine rausschmeißen. Damit ich ein bisschen Damage reinkriege. Vielleicht auch noch Voltolos oder sowas da noch ein bisschen mehr Schaden zufügen kann. Und dass er halt nicht mehr so viel switchen kann. Es ist aber auch die Frage, what the fuck, dass er einfach eingefroren wird auf Azumarill, dass man das einfach safe Meistergriff hätte rausnehmen können. Wirklich safe. Mit dem Knuddler hätte das auf jeden Fall gereicht. Es hat auch eine Kaskade gereicht. Da wäre er durchgegangen. Auf jeden Fall bin ich schneller. Das ist gut zu wissen. Er wurde aufgetaut. Geht auf den Abschlag. Wird uns jetzt den Beulenhelm abnehmen. Nicht schlimm, kann ich mit leben. Ich habe zumindest meine Tarnsteine erstmal draußen. Gehe jetzt nochmal auf eine Ladung Stachler, weil viele seiner Mons sind halt Bodenkontakt oder haben Bodenkontakt. Er könnte rauswechseln. Kann er machen, aber ich will jetzt noch die Stachler rauskriegen. Ja, ich bleibe jetzt erstmal safe. Er geht wahrscheinlich auf die Kaskade, war auch klar. Und, ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auf den Brave Bird. Also auf den Sturzflug, Entschuldigung, Freunde. Auf den Sturzflug. Werden Azumarill jetzt auch noch ein bisschen Damage zufügen. Ich weiß nicht, ob es ausreichen wird. Ich denke eher nicht. Es wird nicht ausreichen. Ja, es wird nicht ausreichen. Das war mir klar, dass das nicht ausreichen wird. Damit wird dann hier auch Panzer Aeron gehen müssen. Hat aber einen soliden Job gemacht, muss ich eigentlich sagen. Richtig gut. Nice, Panzer Aeron. Ich werde mir nochmal einen Meistergriff aufhalten mit der Prio-Attacke. Ich gehe jetzt aber einfach mal in mein Bueno, in mein Tentoxa. Und werde versuchen, ich weiß ja, dass ich schnell bin, er kann nur für ein Dings gehen. Ich gehe jetzt einfach auf ein Siedewasser, aus dem einfachen Grund, wenn er raus switchen sollte, was einfach totaler Schwachsinn wäre, weil er könnte sich ja zu mir, könnte er gar nicht safe reinbringen. Aber fuck, macht das noch für, ja okay, es war ein Quit. Fuck, macht das noch für Damage, dachte ich mir gerade so. What the fuck, es war aber ein Quit. Okay, kann man mit leben. Was würde er jetzt reinbringen? Er könnte jetzt halt sein Tangolos reinschmeißen. Wenn er halt den Gigasauger drauf spielt, könnte er sich ein bisschen gegenheilen. Aber wir haben Kloakensoße, das heißt, er kriegt jetzt auch nicht komplett wieder sein Life. Wäre also dann auch nicht so schlimm. Er kriegt dann gar nichts mehr, kriegt er Minus. Er geht in Thunderous. Kriegt jetzt Tarnstein-Damage. Es reicht natürlich nicht aus. Es reicht fucking normal nicht aus. Es reicht einfach nicht aus. What the fuck? Nö. Okay, ich weiß nicht, bin ich schneller als Thunderous? Ich weiß gar nicht, was hat das für eine Maximal-Init? Ich weiß nicht, ob wir Voll-Init im... Ich glaube, das ist mein offensives Tentoxa. Das heißt, ich habe den Live-Up vorhin bei ihm gesehen. Wir könnten es...
Weiß ich, hat das Inkarnationsform nicht 95? Nee, 111 hat das, ne? Und das andere hat 101. Ich weiß nicht, wir könnten es rausnehmen. Also, wenn er positives Wesen spielt, würde er uns outspeeden. Wenn er nicht positives Wesen spielt, werden wir ihn outspeeden. Und das ist jetzt einfach eine Prediction. Ich tippe mal einfach, er wird positives Wesen spielen. Für die Init, weil, ja, er mit relativ safe ist. Aber, ja, ich bleib drinne. Ich probier's mal. Ich tippe einfach, er wird ein positives Wesen spielen. LOL, wir sind doch schneller. Dann spielt er wirklich mäßig mit Life Orb. Okay, nice. Geil, ey. Richtig gut, Freunde. Also, viele unterschätzen den Toxheimer. Ich weiß gar nicht, wieso, weil es ist an sich mega schnell. Es hat einen guten Spezialangriff. Und es hat einen riesen Pool eigentlich mit vielen Step-Attacken. Siedewasser, Schlammwoge. Kann richtig viel machen schon. Wird von den Schadenteilen getroffen, wird von den Spitzen getroffen. Und Hooper Unbound ist genauso eine Sache. Ja, es wird einfach sehr viel... Autsch, das wird wehtun. Ja, das wird wehtun. Es wird, wie gesagt, von vielen, wo denken, oh Gott, das ist einfach so easy gemacht, das Mon. Nein, es ist einfach richtig bad, das Mon. Und ich verstehe auch nicht, warum dann so viele immer da ein Problem mit haben. Kann ich gar nicht verstehen. Also wirklich gar nicht, aber gut. Da will man sich nicht beklagen. So, Hooper. Da habe ich so ein bisschen das Problem. Ich könnte jetzt halt auf meinen Meistergriff gehen. Würde halt eine Tempo-Hieb draufhauen, ein bisschen Damage drauf zu kriegen auf Hooper am Bund. Aber. Das ist so die Frage. Das wird auf jeden Fall nicht ausreichen, oder? Ein Tempo-Hieb? Ich weiß nicht. Da müsste aber eigentlich guten Damage. Es ist ein physisches auf jeden Fall, tippe ich mal. Oder das ist ein Mixed-Z. Ich gehe mal in meinen Gewaltro, gehe in die Mega-Entwicklung und werde, ja. Also er ist auf jeden Fall Scarf, sonst hätte er mich nicht outspeedet. Definitiv nicht. Ich gehe jetzt in die Mega-Entwicklung und werde für eine Laubklinge gehen. Damit ich danach ihn einfach mit dem Tempo rausnehmen kann. Ich hoffe, ich tanke zumindest einen Hit von ihm. Wirklich einen Hit. Ich bin mir da aber noch nicht ganz sicher. Das ist jetzt die Frage. Aber dass wir den Freeze auf der Zumail kriegen. What the fuck? Ich weiß nicht, tanken wir einen Hit? Oh, yes! Wir tanken ihn. Mega nice. Damit nimmt er... Wow, der Crit. Sorry auf jeden Fall dafür, Adrian. Wirklich sorry auf jeden Fall dafür. Schreibt mir mal in die Kommentare übrigens, wenn ihr öfters diese Wi-Fi-Battles sehen wollt, würde mich interessieren, ob ihr das gerne wollt. Da mache ich das liebend gerne. Schreibt mir jetzt einfach mal rein. Und ich werde ihn hier jetzt sterben lassen. Geht noch auf den Upload-Hieb. Er geht wahrscheinlich für ein Fake-Out. Aber gut, wollen wir mal warten. Also ich werde, wie gesagt, nach der Gamescom mit dem neuen Projekt anfangen, Freunde. Das heißt, ich werde eure Kämpfe capturen. Das habe ich ja schon mal ein bisschen angedeutet gehabt. Unter anderem wird es dann auch so laufen, dass ich des Öfteren wieder Wi-Fi-Battles bringen will. Neben der Wonderlocker halte ich im Moment am Laufen ab, weil, guck mal, Mystery Dungeon geht so langsam dem Ende entgegen. Auch wenn ich es nicht mehr so regelmäßig bringe und auch nicht mehr so regelmäßig spiele, geht es wirklich dem Ende entgegen. Ja. Gut, jetzt ist der die Frage. Gehen wir in Viscogon? Was wahrscheinlich... Ich glaube, er wird Ice Heat haben. Ich gehe mal in meinen Volcanion. Und das erste Mal, dass ich Volcanion spiele. Es ist das allererste Mal. Es ist das allererste Mal. Und ich werde jetzt einfach für einen Dampfschwall gehen. Ich bin Scarfed, Step und er ist einfach schneller. Oh. Warum ist er schneller? Ich bin Scarf. Aber egal. Es müsste auch ausreichen. Es reicht nicht aus. Aber er kriegt die Verbrennung. Diese Hexe liegen heute auf meiner Seite. Warum kriegt er... Warum reicht das nicht aus? Ja gut, ich hätte noch den Tempo-Hieb gehabt. Aber trotzdem. What the fuck? Was ist das? So, Riachia wird mir noch so ein paar Probleme bereiten können.
Besonders wenn es einen Boomblast oder sowas hat. Ich könnte jetzt rauswechseln, könnte versuchen, dann nachher nochmal auf die Erdkräfte zu gehen. Er wird aber jetzt hundertprozentig Donnerwelle irgendwie was haben wollen. Und deswegen bleibe ich einfach, drin. Er geht auf den Zehnkopfschuss, kann er auch machen. Kann er auch machen, kein Problem mit. Damit muss ich hier leider Vulcanion sterben lassen. Und er spielt hier Life Orb drauf. Okay, er bringt sich also im Nachhinein selber um. Und ich habe jetzt halt noch meinen Viscogon, was hier eigentlich rausnehmen müsste. Ich sag wirklich müsste. Rein theoretisch. Aber wir kennen es ja, manchmal reicht es einfach nicht. Es ist wirklich schlimm. Es wird, ich weiß nicht, ob es reichen wird. Ich weiß es nicht. Also wird das ausreichen? So ein Flammenwurf müsste eigentlich safe ausreichen, oder? Ja doch, der müsste safe ausreichen. Der reicht auch definitiv aus. Er geht für einen Eisenschädel. Klar, dass er schneller ist. Er versucht natürlich zu flinchen. Wenn er flincht, okay. Pops. Aber wir kommen durch. Damit haben wir dann nur noch einen Gegner vor uns. Ist es Nudelsalat, ne? Es müsste Nudelsalat sein. Ich glaube, Nudelsalat haben wir noch nicht getötet. Das klingt so auch. Haben wir noch nicht getötet. Wir kriegen auf jeden Fall ein bisschen Recover mit der Überreste. Sieht auf jeden Fall mega gut aus für uns. Und es kommt ein Nudelsalat rein. Kriegt jetzt Zahnstein-Damage, Stachler-Damage. Und er kann mir, wenn ich überlege gerade, er kann mir eigentlich nicht viel machen. Er kann nur auf den Abschlag gehen. Und ja, den müsste ich eigentlich relativ safe tanken noch können. Und ich gehe jetzt einfach mal für einen Flammenwurf. Easy, würde ich sagen. Auf jeden Fall ein mega spannendes Match. Wir haben uns Meisterkraft noch aufgespart. Ich hätte damit ein bisschen finishen können immer. Aber okay, die Hex waren auch, muss ich sagen, wirklich auf meiner Seite. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Kampf. Damit besiegen wir Zanto 2:0. Ich werde die Tage nach der Gamescom, also nächste Woche, wenn ich wieder zu Hause bin, werde ich auf jeden Fall die Tage versuchen, noch ein paar Battles zu machen. Das heißt, haltet eure Freundescodes bereit. Ich werde auf Twitter da nochmal fragen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Sorry, dass wir so viele Hexen hatten. Wenn euch dieses Format weiter gefällt oder ihr mehr Warfare Battles sehen wollt, dann kommentiert den Part. Ganz wichtig, supportet Leute. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert. Wir sehen uns beim nächsten Battle wieder. Bis dahin. Ciao, liebe Leute.